Servus vom VfR, hallo. Wir sind hier bei der Pressekonferenz zum 19. Spieltag. Unsere Jungs müssen auswärts nach Offenbach zu den Kickers. Und am Freitag ist schon Anstoß 19 Uhr, was ja morgen ist. Ich begrüße die Presse sowie unseren Cheftrainer Tobias Kramer. Wie war's? Wie haben Sie die Woche weggesteckt und wie geht's Kino? Also erstmal zur Personalie Steffen Kiene. Alles in Ordnung, also Glück im Unglück, muss man schon sagen. Es ist nur ein kleiner Riss im Meniskus, der aber sicherlich tief im Gewebe drin steckt. Und jetzt überlegen wir, also die Tendenz ist so, dass kein operativer Eingriff stattfinden wird. Bin ich auch kein Freund von, wenn man es konservativ dann lösen kann. Weil ein Eingriff hat immer ist immer risikobehaftet. Deswegen wird die Zeitspanne zwischen konservativer Therapie und oder einer Operation wird sich nicht viel tun. Und dementsprechend ist er natürlich jetzt erstmal bis Weihnachten raus, ganz okay. Klar. Aber wir haben eine gute medizinische Abteilung, die intensiv mit ihm dieses Thema bearbeitet. Und deswegen sind wir erstmal alle froh, dass da nicht mehr passiert ist. Weil es auch, man hat es ja ihm psychoemotional auch angemerkt, es ist sein Knie gewesen, wo er ja den Kreuzbandriss auch hatte. Und ja, nochmal, das, was der Junge wegstecken muss, auch psychisch, das ist schon Wahnsinn. Ne? Also er hat sich jetzt rangekämpft und dann wieder ein Rückschlag. Aber wir kennen unseren Steffen und deswegen wird das auch gar kein Problem sein, weil er einfach ein überragender Kämpfertyp ist. Die Frage Nummer 1. Ja, die Enttäuschung war natürlich sehr, sehr groß, weil die Mannschaft auch gemerkt hat, dass im Endeffekt dieses Spiel so auf Messerschneide stand. Wir haben 6-1 verloren, das ist nun mal so. Und dass man hinten raus dann einfach auch wild geworden ist und dass man sicherlich vielleicht auch diese Situation mental nicht gut bearbeitet hat, weil viele Spieler auf dem Platz waren, die dann mit einer Enttäuschung leben mussten. Dann sind die Meter nicht mehr gemacht worden. Das haben wir alles hoffentlich gut aufgearbeitet. Es war am Sonntagmorgen, muss ich sagen, also so still, wie ich es am Sonntagmorgen in der Kabine war, beim Regenerations- und Spielersatztraining, war es selten. Und da merkt man einfach, dass die Jungs auch echt an denen genagt hat. Und daher habe ich dann nochmal versucht, das Thema auch nochmal mit auf den Weg zu geben, dass wir uns vielleicht auch in den letzten Wochen so ein bisschen in Zufriedenheit bewegt haben. Und wir müssen jetzt eben bis zur Winterpause müssen wir einfach nochmal alles dran setzen, dass wir in diesen Flow kommen, dass wir überzeugt sind von uns, dass wir auch diese fußballerische Qualität, die sicherlich auch da war, jetzt auch gegen Homburg, dass wir die auch mit Überzeugung auf den Platz bringen. Das machen wir alles. Aber wir sind momentan nicht wirklich zu 100% in den Defensivzweikämpfen da. Und das hat was mit einer Überzeugung auch zu tun. Wenn ich die 3-4 Meter mehr mache als der Gegner, dann kann ich immer wieder Räume schließen. Und das fehlt uns oder hat uns gegen Homburg dann hinten raus auch sicherlich total gefehlt, dass man hat es laufen lassen. Und da müssen wir hinkommen, dass wir wieder als Team unser eigenes Tor wirklich mit aller Macht verteidigen. Und das, wenn man jetzt auf das Spiel morgen zu sprechen kommt, wird das auf dem Biberberg, wird ganz klar die Basis sein. Weil das ist ein Highlight-Spiel. Man kann das jetzt mal in der Liga so ein bisschen einordnen. Stuttgarter Kickers war ein Highlight-Spiel, mit der Zuschaueranzahl. Morgen Abend wird es wieder so sein, dass ich sag, über 5000 mindestens im Stadion sind. Da ist Alarm in der Bude. Da geht einem als Fußballer das Herz auf. Ich durfte das ja selber als Fußballer auch schon miterleben und da oben spielen, noch in dem alten Stadion. Aber es ist immer noch legendär. Der Biberer Berg ist legendär und das ist eine Traditionsmannschaft mit so viel Flair. Und jetzt natürlich auch nochmal innerhalb dieser Saison
auch durch das Personal, was jetzt verpflichtet worden ist, auch noch mal mit hoher Qualität. Egal, wir besprechen hier nicht über die Tabellensituation des OFC, sondern es geht einfach nur ganz sachlich um die Qualität dieser Mannschaft. Und die ist brutal hoch. Und wenn wir es hinbekommen, sie gegen den Ball genauso zu beeindrucken wie im Hinspiel, hier in der Centus Arena, dann haben wir sicherlich auch die Möglichkeit, was mitzunehmen. Und wir wollen was mitnehmen. Also wir fahren nicht dahin und ducken uns jetzt vor dem Biberberg. Das wird nicht passieren. Wir sind sehr, sehr gut in die Trainingswoche gestartet. Wir haben eine sehr, sehr gute Trainingswoche auch gehabt. Sehr fokussiert, sehr ernsthaft. Und jetzt geht es eben darum, sich dann auch für den Aufwand, den wir jetzt in der Trainingswoche geleistet haben, dann auch zu belohnen. Und deswegen fahren wir dahin, um das Spiel zu gewinnen. Genau so. Wunderbar. Ich bitte die Presse. Wenn Sie den Steffen Kienle erwähnt haben, dass er bis Weihnachten fehlt, wie sehen die Alternativen aus? Ja, wir haben mehrere Alternativen. Es hat sich so ein bisschen was rauskristallisiert innerhalb des Teams gestern beim Training. Das haben wir schon im Trainerteam auch eine gewisse Fantasie entwickelt. Aber sicherlich ist es jetzt erstmal so, dass diese Namen wie Ibrahima Diakite und Levin Kundrovait sicherlich dann erstmal sicherlich im Vordergrund stehen. Aber wir haben gleich noch eine Trainingseinheit, deswegen muss man da schauen, wie sich all diese Sachen entwickeln. Ich habe auch den Jungs gesagt, und das gilt von 1 bis 20 für diesen Kader, dass sie uns was anbieten sollen, auch in den Trainingseinheiten. Denn wir haben ja nun mal 20 Spieler, die unbedingt von Anfang an spielen wollen. Und dann müssen sie uns auch was anbieten. Dass wir im Trainerteam auch wirklich natürlich genau hingucken, genau analysieren, aber dann auch ja, so ein paar Aspekte mit reinpacken in diese Analyse, wo wir sagen, ja, der hat was abgeliefert in dieser Trainingswoche und der hat was auf den Platz gebracht. Deswegen weiß ich wirklich noch nicht, in welchem Rahmen wir jetzt mit dem ersten Elf dann morgen auflaufen. Wir werden heute nochmal groß spielen. Heute darf sich jeder nochmal präsentieren, um dann dem Trainerteam zu zeigen, ja, wir möchten auch Biberberg von Anfang an spielen. Das heißt, Entscheidung fällt aus nach dem letzten. Ja, wir haben ja morgen nochmal, genau. Wir haben jetzt, wir haben heute Nachmittag um 15 Uhr nochmal Training, dann werden die Eindrücke nochmal im Trainerteam gesammelt. Dann gibt es sicherlich schon dann eine Tendenz, was die Startaufstellung angeht. Aber man weiß nie, und das hat ein Trainer mir mal gesagt, mach dir keine Gedanken mittwochs über eine Aufstellung für samstags oder freitags abends, weil jetzt heute Nachmittag kann ja auch noch mal was passieren. Das hat man gesehen mit deinem Paulo Maiella vor 2 Wochen. Da gibt es aus dem Nichts plötzlich eine Knieverletzung und deswegen sind wir da erstmal immer ein bisschen zurückhaltend, aber wir haben morgen nochmal anschwitzen, morgen früh und dann losfahren. Da gehört aber die Frage dazu, ob es aus dem ja, nicht so befriedigenden Auftritt jetzt gegen Hamburg auch personelle Konsequenzen gibt, was im Spiel nochmal. Also eine personelle Konsequenz wird es auf jeden Fall geben, weil der Yannick Thermann mit der 5. gelben Karte gesperrt ist. So, das ist schon mal Fakt. Und ja, wir haben ein bisschen Fantasie spielen lassen, jetzt auch gestern und heute Morgen im Trainerteam, wo wir sagen, ja, könnte vielleicht auch noch die eine oder andere Veränderung stattfinden, aber Fakt, die müssen uns heute erstmal nochmal im großen Spiel dann auch beweisen. Ob dann die Entscheidung richtig ist oder ob man sagt, nein, der Großteil der Mannschaft darf sich rehabilitieren. Okay. Also es entscheidet nicht nur dieses Homeboard-Spiel, sondern eben auch die ganzen Eindrücke noch komplett. Ja, wir machen es jetzt wirklich, wir machen es jetzt Step by Step wieder. Das ist einfach so. Auf der einen Seite brauchen wir mehr Fokus, was das Defensivverhalten angeht. Das, was uns auch am Anfang der Hinrunde ja auch so stark gemacht hat,
dass wir wenig Tore gefangen haben, dass wir gut verteidigt haben. Das ist uns so ein bisschen abgegangen jetzt. Wir haben in den letzten Spielen gefühlt 20 Gegentore, letzten vier Spielen gefühlt 20 Gegentore bekommen. Und das ist einfach zu viel. Da kann man, da darf man sich nicht vor verstecken. Das sind Statistiken, die einfach Bände sprechen. Und dementsprechend ist das der Fokus. Auf der anderen Seite sage ich auch, wir dürfen unsere Philosophie auch nicht verlieren. Ja, das ist ja auch nochmal Fakt. Das, was vor 2-3 Monaten so unglaublich gut war, ja, und so attraktiv war, kann man ja jetzt nicht immer alles in Frage stellen. Sondern man muss den Jungs jetzt wirklich Handwerkszeug mit an die Hand geben, durch eine gute Analyse, durch ein gutes Trainingsprogramm. Aber auch die Jungs müssen sich Handwerkszeug erarbeiten innerhalb des Trainings, dass sie dann auch individualtaktisch die richtigen Entscheidungen treffen. Und das hauptsächlich gegen den Ball. Was war denn vor 2-3 Monaten so gut, was die Mannschaft auszeichnet, was sie jetzt wieder sozusagen wieder finden, wieder richtig entwickeln? Ja, also rein statistisch habe ich es ja gerade gesagt, das Verhindern von Toren. Und das ist in dieser Klasse ist das so wichtig, dass man versucht, diese Null zu halten, weil die Qualität nach vorne haben wir definitiv. Wenn das Homburg-Spiel in unsere Richtung kippt mit den ersten zwei Chancen, dann ist eben auch dieses Thema vielleicht, bekommt eine andere Dynamik. Fakt ist nur, dass wir zwei Themen immer wieder jetzt innerhalb der Saison hatten, und zwar am Anfang nicht, aber in den letzten Wochen: Verteidigen des eigenen Tores und natürlich dann auch das Verwerten von eigenen Torchancen. Und da sind wir, das haben wir ja wirklich, nun, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Saison, dass wir da wirklich nicht in dieser Konsequenz arbeiten, außer der Benji Kinsvater, der jetzt unter den Top 3, glaube ich, ist, der Torschützen. Aber das ist dann zu wenig. Da müssen dann andere auch nachziehen. Und dann sind wir bei dem, was wir mit Morgen kurz gesprochen haben, beim Gegner, der da durchaus eine Herausforderung darstellt. Sie haben die Standardsituation da schon angesprochen für die. Ja, also das wird Hauptthema sein, definitiv. Hauptthema wird sein, Standards zu verteidigen, weil das ist brutal. Also der Alvarez schlägt Bälle, die sind wirklich so brandgefährlich, die kommen mit Zug, dann haben sie eine gute Wucht in der Box mit ihren Spielern. Wir wissen selber, Chris Atschesen ist körperlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau, der sicherlich auch momentan wirklich einen guten Lauf hat. Spielt richtig, richtig gut, hat sich da reingebissen in die Mannschaft und spielt auch zurecht von Anfang an und ist Stammspieler geworden. Und deswegen, aber es gibt auch noch genügend andere Baustellen, die wir bearbeiten müssen. Wir haben zwei gute Offensivspieler auf den Flügeln, gut 1-gegen-1. Wo wir gut verteidigen müssen. Und wir müssen die Atmosphäre annehmen. Das wird der Hauptpunkt sein. Also wenn wir die Atmosphäre aufsaugen und daraus unsere Kraft schöpfen, dann wird's auch für Offenbach schwer, uns zu schlagen, sage ich ganz klar. Aber wenn wir uns von der Atmosphäre beeindrucken lassen, dann ist es eben auch, dann kann es auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Noch ein letzter Rückgriff auf das, was Sie natürlich schon angesprochen haben, die Trainingswoche, die Mannschaft, die zunächst mal am Sonntag ein bisschen betröppelt war, aber deutlich beeindruckt. Sie haben nach dem Spiel in der Pressekonferenz doch relativ deutliche Kritik geäußert, die Mannschaft hört nicht zu, haben wir notiert. Wie selbstkritisch sind denn die Spieler jetzt diese Woche gewesen in dieser Hinsicht? Ja, wir haben es einfach nochmal in Bild und Ton einfach nochmal gezeigt. Und das sind diese Themen, die vielleicht nicht so, also die kann man plakativ ja auch dann in der Videoanalyse zeigen. Wie kann man Situationen besser lösen? Es geht mir nur um das Grundsätzliche. Wenn ich in der Halbzeit sage, wir werden nicht wild und wir werden erstmal jetzt versuchen, dieses 0-2 zu halten, und wir nach 2 Minuten ein 3-0 bekommen,
Ja, dann frage ich mich, was dann in den Spielern vorgeht. Das war der Ansatz. Weil jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, 0-2 ist immer noch machbar, gerade zu Hause mit diesem Publikum, mit diesen Fans. Aber das 3-0 hat uns ja schon wieder dann nicht in die Karten gespielt. Und das gehört dann einfach zu einem mitdenkenden Fußballspieler dazu, dass genau diese Themen dann gut bearbeitet werden, um das Spiel offen zu halten. Man hat ja selbst beim 1-3 hat man ja gemerkt, dass plötzlich das Stadion nochmal kommt. Und wenn das dann nur das 1-2 ist, der Anschlusstreffer, ja, dann möchte ich nicht wissen, was dann hier los ist. Und das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich maßlos, weil wir haben alle selber Fußball gespielt, die da im Trainerteam arbeiten. Und wir wissen um die Dynamik eines Spiels, wie man es dann eben auch angehen muss. Und dann muss eine Mannschaft, da bestehe ich drauf, muss eine Mannschaft auch innerhalb der Ansagen versuchen, diese Ansagen zu 100% umzusetzen. Und wenn sie die Ansage nicht umsetzt, beziehungsweise wenn sie die Traineranweisung nicht umsetzt, dann kann ich sie auch nicht mehr schützen. Denn wenn ich eine Ansage mache und die halten sich dran, die Jungs, und das geht in die Buchse, dann kann ich mich hier hinsetzen und kann sagen, ja, es war meine Entscheidung. Meine Entscheidung, und das war eine Fehlentscheidung. Und da bin ich selbstkritisch genug, dass ich das auch machen kann und werde. Aber sobald der Spieler oder die Mannschaft Anweisungen des Trainers nicht zu 100% umsetzen, werden sie auch gleichzeitig selber angreifbar. Und das möchte ich immer vermeiden. Ich möchte immer vermeiden, dass die Spieler selbst angreifbar werden. Weil dann kann ich, wenn sie das zu 100% durchziehen, kann ich als Trainer mich vor die Mannschaft stellen und kann sagen, ja, ich habe es denen so gesagt. Das ist jetzt in die Hose gegangen, dann war es eine Fehlentscheidung von mir. Aber dann sind die Jungs raus. Dann kann ich mich nämlich vor die Jungs stellen. Und das ist mir eigentlich wichtig, dass ich jederzeit in der Lage bin, dass ich mich vor die Jungs stellen kann. Das ist immer das Ziel. Und das war jetzt eben gerade nach dieser Halbzeit, nach dieser Enttäuschung, als wir das 3-0 bekommen haben, eben nicht so. Und darauf wollte ich dann nach dem Spiel hinaus. Verstehen. Ja? Dann nehme ich an, so deutlich, wie Sie es jetzt formuliert haben, haben Sie es zur Mannschaft auch gesagt, und Sie sind sicher guter Hoffnung, dass die ein offeneres Ohr haben am kommenden Freitag. Ja, die Mannschaft lebt, die Mannschaft funktioniert, da ist eine gute Dynamik drin, das hat man jetzt in dieser Trainingswoche wieder gesehen. Wir sollten uns mit der Lage auseinandersetzen, dass wir bis zur Winterpause einfach noch mit guten Gefühlen jetzt aus den letzten drei Spielen rausgehen. Weil die Saison ist gut, die wir spielen. Da wäre mehr drin gewesen, das wissen wir alle. Und wir haben innerhalb dieser Mannschaftskonstellation und innerhalb des Trainerteams auch darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht hätten ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen müssen, um zu sagen, so, jetzt, wir wollen angreifen. Vielleicht hat das auch so eine gewisse Zufriedenheit dann für uns so Einzug erhalten. Und dann geht es ganz schnell in so einer Klasse. Und das müssen wir schleunigst wieder verändern. Und wir haben drei Spiele jetzt noch bis zur Winterpause. Und Sie wollten 30 Punkte holen bis zur Winterpause, haben Sie gerade mal gesagt. Jetzt sind 26, ist noch absolut. Es ist alles drin, aber wir müssen es jetzt mit Überzeugung machen, dass wir diese 30 Punkte auch holen. Und dass wir dann sagen, so, dann haben wir ein Etappenziel erreicht. Denn letztes Jahr war es so, wir haben nach der Insolvenzbekanntgabe haben wir drei Siege in Folge eingefahren. Weil wir mit dem Rücken zur Wand standen, im Endeffekt war es ja kein Druck mehr. Die Situation war so, wie sie ist, aber jetzt haben wir den Druck, und das muss die Mannschaft und das muss das Trainerteam sich auch auf die Fahne schreiben, dass wir dann sagen, so, und das ist jetzt unser Ziel. Und das werden wir realisieren mit allem, was wir haben. Und wenn dieses Gedankengut wieder in die Mannschaft und auch in das Trainerteam, wir nehmen uns da nicht mit raus, auch in den Staff wieder reinkommt, ja, dann können wir den nächsten Schritt wieder machen, den nächsten Schritt nach vorne, wo die Balance zwischen Verteidigung und diesem guten Fußballspiel, was wir an den Tag legen,
diese Balance wieder entsteht, dass wir erfolgreich Fußball spielen und erfolgreich heißt Punkte holen. Okay. Ja, ein Top-Schlusswort, würde ich mal sagen. Dann euch eine gute Reise morgen. Wer hinfährt, unseren Jungs, unseren Fans natürlich auch eine gute Fahrt nach da oben. Wer Lust hat, gern hoch. Das ist ein tolles Stadion, der Vivo baut. Der Rest macht's wie ich. Wir gucken den Stream an. Und drücken die Daumen für unsere Jungs, dass sie mit den 3 Punkten nach Hause bringen. Und ansonsten schönes Wochenende. Tschüss. Von meiner Seite auch schönes Wochenende.